Salü, es ist soweit. Der Contest ist vorbei. Ich habe mir alle Videos angeschaut und jetzt werde ich die Gewinner bekannt geben. Ich mache das auch relativ kurz und schmerzlos. Vorab möchte ich sagen, dass ich niemals damit gerechnet hätte, dass so viele überhaupt teilnehmen und auch gar nicht, dass so viele gute dabei sind. Ja, die Wahl war furchtbar schwierig für mich. Ich konnte mich wirklich kaum entscheiden und habe mir dann auch noch andere Meinungen eingeholt, weil ja, es einfach super schwierig für mich gewesen ist, mich da wirklich zu entscheiden, vor allem zwischen dem ersten und dem zweiten Platz. Ich hätte beinahe lose gezogen, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich entschieden. Und natürlich hätte ich am liebsten jedem von euch ja, was geschenkt, ist klar. Und ich glaube, das werde ich sogar auch tun. Also tatsächlich, ja, ich werde jedem, der mitgemacht hat bei meinem Contest, jedem Teilnehmer werde ich etwas schenken. Eine kleine Überraschung. Jetzt nichts Tolles. Also nicht, dass ihr denkt, ihr kriegt jetzt hier ein Auto oder so. Aber ich werde auf jeden Fall jedem, der teilgenommen hat, etwas schenken. Also jeder, der teilgenommen hat, schickt mir jetzt am besten eine persönliche Nachricht mit eurer Adresse, sofern ihr euer Geschenk haben wollt. Und wenn ihr erst sehen wollt, was ich euch schenke, bevor ihr mir eure Adresse gebt, ja, dann schreibt mir das bitte als Kommentar. Dann werde ich euch nochmal ein Video darüber kurz machen, was denn die anderen, die nicht gewonnen haben, aber trotzdem teilgenommen haben, für einen Preis bekommen. Ein Geschenk von mir bekommen. Allein schon, weil ihr mitgemacht habt, weil ihr habt euch alle super viel Mühe gegeben. Das habe ich in jedem Video gesehen und das wäre einfach zu schade, wenn ihr ja leer ausgehen würdet. Das würde mir das Herz brechen und deswegen möchte ich jedem von euch etwas schenken. So, aber genug. Jetzt zu den Gewinnern. Ich hatte ja gesagt, es gibt einen Platz, einen ersten, einen zweiten, einen dritten. Es gibt aber auch noch einen vierten, also quasi ein kleiner Trostpreis, weil das Video mir unglaublich gefallen hat, beziehungsweise die Person, die das Video gemacht hat, mir unglaublich gefallen hat, weil sie hat während des ganzen Videos relativ ernst geguckt und erst als sie den Rouge aufträgt, da lächelt sie und ich schwöre euch wirklich, als ich das gesehen habe, wie sie lächelt, musste ich einfach mitlächeln. Die Sonne ging auf und ach. Also, ich würde schon fast sagen, ich habe mich ein bisschen verliebt. Das fand ich einfach so toll. Und zwar ist das die Edina 91. Edina 91. Ja, die hat quasi den vierten Platz gemacht. Und ich habe ihr deswegen diesen kleinen Puderpinsel gekauft. Ich mache jetzt auch noch ein Foto davon. Das ist ein kleiner, wie heißt das? Kubuki? Kabuki? Ja, so ein kleiner Pinsel halt, Naturhaar von Rival de Loup und der ist halt rosa und da sind so überall so kleine Kristallsteinchen, Fake-Steinchen auf jeden Fall und der ist auf jeden Fall ganz süß und den möchte ich dir gerne schenken. So, ja. Der dritte Platz war auch, also wie gesagt, es war super schwer, einen auszugewählen, aber ja. Bevor ich jetzt wieder quatsche und quatsche. Also der dritte Platz geht an S. McBride. S. McBride, ja, das ist der dritte Platz. Waren unglaublich viele Fotos und unglaublich tolle Fotos von deiner Nichte und deiner großen Schwester. Und die fand ich alle wundervoll. Und schon diese kleinen Söckchen, die waren ja der Oberhammer. Also dafür gibt es zwei Knickdaumen. Ja, du hast auf jeden Fall den dritten Platz. Platz Nummer 2. Boah, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, Süße. Ehrlich. Das war so hart, das war so schwierig. Aber der zweite Platz. Auch wenn ich dir schon fast den ersten. Aber ich musste mich ja entscheiden. Also der zweite Platz ist Lady Lee 86. Und es tut mir echt leid. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ihr wart beide so gut. Und ja, du hattest halt dieses Mützchen und das fand ich ganz super. Und ich hoffe, du freust dich trotzdem über den zweiten Platz, Schatz. Ehrlich. Auch wenn dein Video hat mir auch gut gefallen. Aber das erste hat mir ein klitzekleines bisschen besser gefallen. So, und jetzt Trommelwirbel. Platz Nummer 1 geht an Chrissy Kosmetik. Ja, Chrissy Kosmetik, du hast den ersten Platz die Extensions gewonnen. Ja,
Einfach weil der ganze Look fantastisch war, die Fotos perfekt waren, Hintergrund hat gepasst, die Frisur hat gepasst, das Make-up hat gepasst, die Posen haben gepasst, die Musik hat gepasst, das ganze Video an sich, wie du das gemacht hast mit der Schrift und wie du das so erklärt hast, das war einfach alles toll. Ich fand es einfach super. Ich habe es gesehen und es hat mich geflasht. Wirklich, es hat mich richtig geflasht und deswegen finde ich, hast du den allerersten Platz verdient. Jawohl. Und ja, jetzt wollt ihr natürlich wahrscheinlich auch noch die Gewinnervideos sehen. Also ihr vier, ne, sind ja jetzt doch vier Gewinner. Post bitte nochmal eure Beiträge hier als Videoantwort, damit die anderen sich das direkt angucken können. Sonst werde ich einfach euer Video in der Infobox verlinken. Geht ja auch. Dass ihr euch die Gewinner nochmal angucken könnt. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle, die teilgenommen haben. Wie gesagt, jeder, der teilgenommen hat, bekommt ja eine Kleinigkeit von mir. Und ja, danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid alle nicht so enttäuscht. Es war so schwierig. Ja, danke. Tschüss.